das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Was einen Menschen dazu bewegt, anderen Menschen unfassbares Leid zuzufügen, lässt sich wohl nie ganz klären. Und doch will man den Beweggründen so nah wie möglich kommen. Im Fall des 8-jährigen Jungen, der gestern in Frankfurt vor einen Zug gestoßen und getötet wurde, sind jetzt mehr Details bekannt. Der mutmaßliche Täter wurde seit Tagen von der Schweizer Polizei gesucht. Der bis vor kurzem noch unauffällige 40-jährige Mann habe eine Nachbarin angegriffen. Seitdem war er laut Polizei auf der Flucht. Die Schweizer Ermittler gehen davon aus, dass der Tatverdächtige psychisch krank ist. Er sei deswegen in Behandlung gewesen. In Deutschland unterbrach Bundesinnenminister Seehofer seinen Urlaub und versprach heute, mehr für die Sicherheit im Land zu tun. Martin Schmidt. Den ganzen Tag ähnliche Szenen. Die Menschen in Frankfurt vereint in Trauer, vereint in Anteilnahme. Sie bringen Blumen, zünden Kerzen an. Dort, wo heute schon wieder Züge fahren, starb gestern ein 8-jähriger Junge. Brutal auf die Gleise gestoßen, wie auch seine Mutter, die sich in letzter Sekunde retten konnte. Die Tat macht fassungslos. Ich bin so berührt, dass ich kaum was sagen kann. Und wir holen jetzt unseren Enkel ab. Wir haben selber Kinder. Es tut mir leid. Es ist unfassbar. Also da kann man keine Worte für finden. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sei angespannt, sagt Bundesinnenminister Seehofer. Er unterbricht seinen Urlaub. Krisensitzung mit den Chefs der Sicherheitsbehörden. Seehofer will Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen, kündigt Maßnahmen an. Wir brauchen, das sage ich schon seit meinem Amtsantritt hier, dringend mehr Polizeipräsenz. Das ist für mich noch wichtiger als mancher zusätzliche Paragraph. Und auch die Bundespolizei braucht mehr Präsenz. Und das ist natürlich nur möglich, wenn wir die Bundespolizei personell weiter stark ausstatten. Der mutmaßliche Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof muss derweil vor den Haftrichter, kommt später in Untersuchungshaft. Zu ihm heute neue Details. Der Mann aus Eritrea ist verheiratet, hat 3 Kinder. 2008 gewährt ihm die Schweiz Asyl. Dort erklären heute die Behörden, der Mann habe als vorbildlich integriert gegolten, bis letzte Woche seine eigene Frau die Polizei ruft. Am letzten Donnerstag dann musste die Kantonspolizei Zürich wegen gewalttätigen Verhaltens an den Wohnort des Mannes ausrücken. Er selber war vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Seine Nachbarin soll er mit einem Messer angegriffen haben. Die Ermittler finden Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Sie suchen nach ihm, aber nicht international. Daher konnte er weiter legal nach Deutschland einreisen. Für die AfD ist die Sache klar. Obwohl er als gut integriert galt, hat er einen Messerangriff in der Schweiz gegen eine Frau ausgeführt und hier in Deutschland Morde. Das zeigt, das Grundproblem ist doch für diesen Werteverfall, für die Erosion der Werte, der massenhafte Import archaisch geprägter Männer. Curio fordert daher eine komplette Neujustierung der deutschen Flüchtlingspolitik. Widerspruch vom Bundesinnenminister. Wenn jemand anerkannt ist, wenn jemand einen verfestigten Aufenthaltsstatus hat, genießt er auch die Freizügigkeit. Und deshalb sehe ich jetzt aus diesem Fall keine Konsequenz für unsere aufenthaltsrechtlichen oder ausländerrechtlichen Bestimmungen. Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof kommen sie am Abend zu einer Andacht zusammen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch hier überwiegt die Trauer. Aber es bleibt die Frage, ob man sich vor solchen Taten überhaupt schützen kann. Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, sagte Horst Seehofer vor wenigen Monaten bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2018. Die Zahl der Straftaten lag auf dem niedrigsten Wert seit Jahrzehnten. Allerdings klang schon damals an, dass sich das nicht unbedingt immer mit dem Gefühl der Menschen decken muss. Und Taten wie die in Frankfurt können dazu beitragen, dass sich das subjektive Unsicherheitsgefühl verstärkt, nicht nur an der Bahnsteigkante. Vor allem, wenn sie zusätzlich instrumentalisiert werden, um politisch Stimmung zu machen. Christiane Habenicht und Anouk Scholén über die neu entfachte Angst vor Angriffen im öffentlichen Raum. Ich finde, die Taten jetzt mit dem Stoßen vor die Bahnlinien haben einen schon erschreckt. Und ich finde, man ist so ein bisschen vorsichtiger, geht vielleicht auch ein bisschen mehr an den Rand. Ja, das schon. Ich stelle mich immer ganz nach außen.
ganz bewusst aus diesem Grund, dass ich nicht irgendwie mal reinstürze. Dass Menschen sich nach Vorfällen wie in Förde oder Frankfurt unsicher fühlen, ist normal, sagen Angstforscher. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass jemand sich immer sicher fühlt. Das ist eine Illusion, denn Angst bestimmt unser Leben. Wir müssen immer auf der Hut sein. Und dieser Vorfall hat eben gezeigt, dass Gefahren überall lauern. Volle Bahnsteige, nicht viel Platz, wenn der Zug einfährt. Ein bekanntes Bild in Deutschlands Bahnhöfen. Länder wie Japan und China haben zwar stellenweise darauf reagiert wie hier. Erst wenn die U-Bahn steht, öffnet sich die Sicherheitsschleuse. Ähnlich funktioniert es in Schwedens Hauptstadt Stockholm im Nahverkehr, aber eben auch nicht an jedem Bahnhof. Sicherheitstüren helfen, wenn viel los ist. Zu Stoßzeiten drängen sich hier viele Reisende, der Bahnsteig ist voll. Sicherheitsschleusen auch in Deutschland? Nach Einschätzung von Experten ist das an großen Bahnhöfen wie hier in Hamburg nicht machbar. Zu viele Züge unterschiedlicher Bauart. Die Türen öffnen sich nie an der gleichen Stelle. Ein weiteres Problem, zu viele Züge auf zu wenig Gleisen. Volle Bahnsteige sind ein absolutes Gefährdungspotenzial, völlig unabhängig von Schubsern. Da können Sie auch beim Hin- und Hergehen stoßen sich gegenseitig an, ausrutschen und ins Gleis fallen. Das ist absolut grenzwertig. Auch bei größten Sicherheitsvorkehrungen lassen sich Vorfälle wie in Förde oder Frankfurt wohl nie ganz verhindern. Es gibt so viele Gefahren, die wir schon akzeptiert haben, wie zum Beispiel Tod durch Autounfall, Fahrradunfälle oder auch Freizeitunfälle. Immer nur, wenn eine neue Gefahr kommt, dann fühlen wir uns stärker bedroht und sehen dann die statistischen Häufigkeiten nicht mehr. Auch wenn es Einzelfälle sind, zwei schreckliche Taten so kurz hintereinander lassen wohl bei vielen Reisenden die Unsicherheit erstmal mitfahren. Ein unbegreifliches Verbrechen und die Diskussion um mögliche Konsequenzen, kommentiert Christina Böker vom Südwestrundfunk. Am Samstag starte ich mit meinen beiden Kindern in die Sommerferien mit der Bahn. Über volle Bahnsteige hetzen, knapp hinter der weißen Linie am Bahnsteig warten, das gehört zu unserem Reisealltag. Und so hat mich diese entsetzliche Tat in erster Linie als Mutter erschüttert. Aber eben auch als Journalistin, als Bürgerin eines Landes, das ich für sehr sicher und lebenswert halte. Auch heute noch. Aber es bleiben Fragen. Welche Rolle spielt, welche sollte es spielen, dass der mutmaßliche Täter aus Eritrea kommt? Einen Zusammenhang mit der merkelschen Willkommenskultur, wie ihn die AfD bei Twitter prompt, unreflektiert und teils unter der Gürtellinie anprangert, gibt es nicht. Der Mann lebte seit 2006 in der Schweiz. Selbst der Bundesinnenminister, bisher nicht gerade ein Softie in der Asylpolitik, trat heute eher besonnen auf. Mahnte zwar, Ausländerkriminalität nicht zu verharmlosen, warnte aber auch vor Hass und Hetze von rechts im Netz. Dann ist da noch die Frage, ob wir etwas tun können, um solche Taten zu verhindern. Mehr Polizeipräsenz an Bahnhöfen, Zugang aufs Gleis nur mit Fahrkarte, Abtrennungsbarrieren an der Bahnsteigkante. All das würde unsere Freiheit nicht übermäßig einschränken, mein Sicherheitsgefühl vermutlich leicht verbessern. Aber Taten wie die gestrige lassen sich damit auch nicht sicher verhindern. Am Samstag werde ich in Frankfurt umsteigen. Ich werde mit meinen Kindern etwas weiter weg von der Bahnsteigkante stehen und ich werde an die Opfer denken. Christina Böker kommentierte. Noch nicht einmal eine Woche heißt der Premierminister Großbritanniens Boris Johnson. Und schon in dieser kurzen Zeit ist es ihm gelungen, sein Land ordentlich durcheinander zu wirbeln. Indem er fast das ganze Kabinett austauschte und entschlossen seine Kampagne startete, die da lautet: Volldampf voraus und keine Angst vor einem Brexit ohne Deal. Viele seiner Landsleute fürchten sich aber genau davor, vor dem ungeregelten Ausstieg des Landes aus der EU. Und so gibt es ganze Betriebe, die sich jetzt auf einen Exit von der Insel vorbereiten. Annette Dittert. Im Moment ist es die Sommerpause, die das Werk stillstehen lässt. Aber schon bald könnte für über 1000 Arbeiter hier das auskommen. Der Astra wäre dann kein echter Brite mehr, sondern würde woanders in Europa gebaut. John Cooper arbeitet seit 40 Jahren hier. Dass der Brexit schuld daran wäre, steht für ihn außer Frage. Wir exportieren 80% unserer Autos in 24 EU-Länder. Es wäre ein Desaster für unsere Fabrik, wenn der No-Deal kommt. In London aber interessiere das niemanden. Da geht es nicht um das Beste fürs Land, sondern darum, was das Beste für die Tory-Partei ist. So sehen das auch noch weiter nördlich die Schotten.
die Boris Johnson gestern einen entsprechend turbulenten Empfang bereiteten. Die schottische Regierungschefin drohte für den No-Deal-Fall, deshalb bereits mit der Abspaltung. Und so blieb dieses erste Treffen auch demonstrativ unterkühlt. Boris Johnson aber ließ sich weder davon noch von den düsteren Voraussagen zum Opel-Werk beeindrucken. Klar hat die Autoindustrie alle möglichen Probleme. Aber in den letzten Wochen haben wir auch gute Nachrichten gehabt. BMW wird einen elektrischen Mini in Oxford bauen und Jaguar will in Birmingham investieren. Wir werden uns um all diese Probleme kümmern. Aber wir werden dennoch in jedem Fall am 31. Oktober die EU verlassen. Da ist es wieder, sein Mantra, das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem chaotischen Brexit ohne Abkommen führt. Vor dem gestern auch der britische Industrieverband eindringlich warnte. Was treibt Boris Johnson dann aber, den Brexit im Zweifel auf Kosten der eigenen, traditionellen Industrien durchzupeitschen? Will Hutton, der sowohl Boris Johnson als auch die jüngsten Warnungen der Wirtschaft kennt, hat da eine einfache Antwort. Kein britischer Industriezweig will den Brexit. Das ist ein Wahnsinn, der die britische Rechte befallen hat. Sie wollen die Thatcher-Revolution zu Ende bringen und haben dafür entschieden, dass die EU ihr neuer Feind ist, der neue Gegner, der geschlagen werden muss, um einen libertären Offshore-Kapitalismus direkt in Europa zu gründen. In Ellesmere-Port, wo vielleicht bald 1000 Menschen ihren Job verlieren, weil sie in diesem Szenario überflüssig sind, würden fast alle, die wir hier trafen, übrigens wieder für den Brexit stimmen. Auch Louise Whitby, die mit ihrem Beauty-Salon gerade mal ihre Miete zahlen kann. Trotz ist dabei und so etwas wie wilde Hoffnung. Es wird sehr hart werden. Aber wir sind Briten und wir werden das überleben. Am Anfang haben wir vielleicht weniger Geld, aber danach ist unser Geld unseres und wir müssen es nicht mehr der EU geben. Es könnte ein böses Erwachen werden für den ohnehin gebeutelten Ort. Wenn das Werk wirklich dicht macht, wird hier kaum jemand noch leben können. Auch in der Außenpolitik schlägt Boris Johnson derzeit Pflöcke ein. Etwa mit einer Kehrtwende in der Diskussion darüber, wo die Straße von Hormus zu schützen sei. In dem Nadelöhr zwischen Persischem Golf und Golf von Oman gab es zuletzt immer wieder Zwischenfälle mit passierenden Schiffen. Der Schutz dieser wichtigen Handelsroute soll nun doch nicht mit einer gemeinsamen europäischen Mission geschehen, kündigte Johnson an, sondern im Verbund mit den USA. Damit ist noch ungewisser, ob sich die Bundesregierung beteiligt, wozu sie aus Washington ausdrücklich aufgefordert wurde. Denn die Teilnahme an einer solchen Mission ist auch innerhalb der Koalition hoch umstritten. Volker Schwenk. Zwischen dem Iran und den USA braucht es nicht viel und die Waffen sprechen. Weil sich ein US-Kriegsschiff bedroht fühlte, schoss es eine iranische Drohne im Persischen Golf ab, so der US-Präsident Mitte Juli. Trump setzt im Umgang mit dem Iran auf maximalen Druck und sucht dafür Verbündete. Im neuen britischen Kabinett ist Trump jetzt fündig geworden. Ganz rechts im Bild der neue Außenminister Raab. Er will eine europäisch geführte Mission, die aber von den USA unterstützt wird. Und er kündigt damit auf, was mit Deutschland und Frankreich bislang verabredet war. Und ich fürchte, dass die Briten den gleichen Fehler machen wie im Irakkrieg, dass sie zu nah an den USA sind. Wir Europäer sollten weiterhin auf Diplomatie und Deeskalation setzen und uns deshalb nicht an dieser amerikanischen Mission beteiligen. Statt auf maximalen Druck setzt die Bundesregierung auf Entspannung. Vizekanzler Scholz teilt mit, Deeskalation ist das Gebot der Stunde. Das Ziel muss es sein, sehr nüchtern und überlegt die Lage zu beobachten und nicht schlafwandelnd in eine noch größere Krise zu geraten. Aus dem Außenministerium ist zu hören, die Bundesregierung habe die Bitte der USA um Unterstützung zur Kenntnis genommen, aber keinen eigenen Beitrag dazu in Aussicht gestellt, eine höfliche Absage. Doch jetzt steckt die Koalition in einem Dilemma. Wir sind der Auffassung, dass man mit Iran als einer Realität umgehen muss. Aber genauso sind wir der Auffassung auf diesem Boden, dass wir Staatspiraterie des Iran nicht akzeptieren dürfen. Und es wird gefährlich, wenn die Europäer Iran signalisieren, wir machen nichts. Das ist die eigentliche Gefahr.
Seit der Iran einen britischen Tanker gekapert hat, wachsen die Spannungen im Persischen Golf. Dabei wollen US-Regierung, Europa und Deutschland eigentlich dasselbe: sichere Fahrt für Handelsschiffe. Selbst die oppositionellen Grünen standen einer europäischen Mission wohlwollend gegenüber, aber eben nicht mit den USA. Es ist sinnvoll, die Freiheit der Seefahrt zu gewährleisten, allerdings nur, wenn es deeskaliert. Diese Balance gibt es nicht mehr, wenn man mit den Amerikanern zusammen unterwegs ist. Wenn man die Amerikaner und die Iraner nicht voneinander trennt, dann kann man die Uhr danach stellen, wann es knallt. Deutsche Marine schützt Handelsschiffe vor Somalia. Aus dem Persischen Golf wird es solche Bilder wohl nicht geben. Großbritannien verabschiedet sich von einer rein europäischen Mission und macht für Deutschland den Umgang mit dem Problem Iran noch komplizierter. In 4 Bundesländern sind heute Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremisten durchsucht worden. Es geht um den Verdacht der Bildung einer kriminellen rechtsextremen Gruppierung. Damit beginnen die Nachrichten mit Linda Zerwakis. Razzien gab es in Sachsen-Anhalt, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. 6 Männer stehen im Verdacht, im vergangenen Jahr innerhalb der rechtsextremistischen Wolfsbrigade eine Art bewaffneten Arm gebildet zu haben, die sogenannte Sturmbrigade. Ziel der Gruppierung ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft das Wiedererstarken eines freien Vaterlandes nach dem germanischen Sittengesetz. Geschätzt rund 650.000 Menschen in Deutschland haben keine Wohnung. Das teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Berlin mit. Mit Bezug auf die neuesten Zahlen aus dem Jahr 2017 waren mehr als die Hälfte von ihnen anerkannte Asylsuchende und Flüchtlinge. Betroffen von Wohnungslosigkeit sind vor allem Männer. Der Verein geht davon aus, dass die Zahlen weiter gestiegen sind. Trotz einer Umsatz- und Gewinnsteigerung im 2. Quartal sieht der Bayer-Konzern für das laufende Geschäftsjahr Risiken. Die Ziele seien ambitioniert, teilte das Management mit. Anleger sehen mit Sorge vor allem die wachsende Zahl der Glyphosat-Klagen gegen die Bayer-Tochter Monsanto. Mehr dazu von Markus Görner aus der Frankfurter Börse. Glyphosat wird für den Leverkusener Konzern Bayer zum wachsenden Risiko. Denn lagen bis April 13.400 Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch Glyphosat gegen Monsanto Bayer vor, sind in den vergangenen Wochen noch mal rund 5.000 Klagen hinzugekommen. Und die bisherigen Verfahren endeten mit millionenschweren Schadenersatzzusprüchen an die Kläger. Die Glyphosat-Klagen haben den Aktienkurs seit der Monsanto-Übernahme um 43% einbrechen lassen. Heute verliert Bayer 3,7%. Da hilft es nur wenig, wenn Bayer-Chef Werner Baumann beteuert, dass der Konzern grundsätzlich auf Kurs ist. Aktuell sieht es nach mehr Risiko aus, auch wenn der Monsanto-Kauf langfristig für Bayer eine Chance sein kann. Denn der US-Saatgutriese ist mehr als nur Glyphosat. Die Europäische Bankenunion verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht wies heute 2 Klagen ab. Die Kläger hatten argumentiert, Deutschland gebe zu viele Kompetenzen aus der Hand. Große Geldinstitute im Euroraum werden seit 2014 von der Europäischen Zentralbank kontrolliert. Zudem sollen marode Banken über einen gemeinsamen Fonds abgewickelt werden. Beides bewege sich gerade noch im zulässigen Rahmen, so die Karlsruher Richter. Und noch mit einem anderen Thema rund um den Euro mussten sich die Verfassungsrichter heute beschäftigen. Mit einem, das uns alle betrifft. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, sagt der Volksmund. Doch schon seit längerem kann man es sich getrost sparen, Euros zur Bank zu tragen und aufs gute alte Sparbuch zu setzen. Es gibt schlicht keine Zinsen mehr. Und das liegt an der Politik der Europäischen Zentralbank um ihren Chef Mario Draghi. Die hatte ab 2008, um die Folgen der Finanzkrise zu lindern, den Leitzins gesenkt und später dann begonnen, Staatsanleihen der EU-Länder in Billionenhöhe anzukaufen, um so viel frisches Geld in den Finanzkreislauf zu pumpen. Das sollte dann in Form von Krediten bei Firmen und Verbrauchern ankommen, so jedenfalls die Theorie. Doch durften die Währungshüter der EZB überhaupt in dieser Form Geldpolitik machen? Oliver Feldfort. Den Skatern im Schatten der Europäischen Zentralbank ist die Geldpolitik der Notenbanker ziemlich egal. Die Hüter des Euros nebenan quälen sich schon seit Jahren, die Wirtschaft und die Finanzmärkte am Laufen zu halten. Dafür will Mario Draghi einen stabilen Euro und gesunde Staatsfinanzen der Mitgliedstaaten. Und so mahnt er die Politiker in jeder seiner Pressekonferenzen.
Die Umsetzung von Strukturreformen muss in den Euro-Ländern deutlich intensiviert werden, um die Produktivität und das Wachstumspotenzial im Euroraum zu steigern, die strukturelle Arbeitslosigkeit zu verringern und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Die Politiker lassen den EZB-Chef aber schon seit Jahren hängen. Nach der Finanzkrise war Draghi und nicht die europäischen Regierungen der Retter in der Not, auch durch den Kauf von Staatsanleihen für rund 2,6 Billionen Euro. Jetzt verschuldet sich besonders das Sorgenkind Nummer 1 Italien immer weiter. Draghi muss die Zinsen niedrig halten, damit die Staaten nicht zahlungsunfähig werden. Auf der einen Seite hat Mario Draghi 2012 die Währungsunion stabilisiert. Auf der anderen Seite hat er die Europäische Zentralbank sehr nah an die Politik geführt, faktisch Staatsausgaben finanziert. Und die Politik, die Finanzminister, gerade im Süden der Währungsunion, haben sich an diese Hilfe gewöhnt. Wie eine Festung steht die EZB im Frankfurter Ostend. Und das will sie auch für den Euro sein. Zurzeit sind die Zinsen auf Null. Es gibt sogar Strafzinsen für kurzfristiges Einlagern in ihren Tresoren. Das plagt die Sparer. Umso mehr die EZB eine Nullzinspolitik oder Negativzinspolitik fährt, umso mehr treibt sie natürlich beabsichtigt die Sparer und Anleger in risikoreichere Anlagen. Und das kann natürlich auch zu Übertreibungen bei zum Beispiel Immobilienpreisen in bestimmten Ländern, Bereichen führen. Und so finden Rentenversicherungen keine Geldanlagen mit Rendite, ohne risikoreich zu spekulieren. Die Immobilienpreise in den Ballungsräumen gehen durch die Decke. Aktien boomen. Insgesamt hinterlässt die EZB unter Draghi eine Situation, in der die Wirtschaft weitgehend auf den Kopf gestellt worden ist. Wir haben eine Blase an den Immobilienmärkten, wir haben eine Blase an den Aktienmärkten. Die Sparer bekommen kein Geld mehr, weil wir null Zinsen haben. Und unsere Altersvorsorge wird sicherlich auch federn lassen müssen. Das alles wird soziale Probleme auslösen, die künftige Generationen dann ausbaden müssen. Zuerst muss es allerdings Christine Lagarde ausbaden. Draghis designierte Nachfolgerin muss einen Weg aus der Politik des billigen Geldes finden. Christoph Kehlbach in Karlsruhe. Heute wurde also juristisch auf die milliardenschweren Anleihenkäufe der EZB geblickt. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt darüber. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sich die Justiz damit befasst. Nein, es gab ja schon mehrere Programme der EZB zum Ankauf von Staatsanleihen und eben auch mehrere Klagen gegen diese unterschiedlichen Programme hier in Karlsruhe. In einem früheren Verfahren hat das Bundesverfassungsgericht gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof Voraussetzungen entwickelt, unter denen eben der Ankauf von Staatsanleihen zulässig sein soll, mit dem Grundgesetz vereinbar sein soll. Zum Beispiel heißt es in diesen Voraussetzungen, müsse die EZB einer gerichtlichen Kontrolle zugänglich sein. Diese Ankäufe dürften nicht vorher angekündigt werden und die Ankäufe von Staatsanleihen müssten wirklich am Wertpapiermarkt erfolgen und dürften nicht gewissermaßen direkt von der Druckmaschine an die EZB durchgereicht werden. Jetzt also ein neues Programm der EZB zum Ankauf von Staatsanleihen. Ein Programm, bei dem immerhin mehr als 2 Billionen Euro, also mehr als 2.000 Milliarden umgesetzt werden. Die Verhandlung läuft heute und morgen noch. Lässt sich eine Tendenz erkennen, wie das Verfassungsgericht entscheiden könnte? Ja, auch in diesem Verfahren gab es eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof, weil auch hier EU-Recht betroffen ist. Und bei diesem Vorlagebeschluss hat das Verfassungsgericht eigentlich relativ deutlich formuliert, dass man doch große Bauchschmerzen habe, dass man große Zweifel habe, ob dieses Programm noch wirklich diesen Kriterien, die man selbst entwickelt habe, genügt, ob das diesen Ansprüchen noch genügt. Jetzt kam heute in der Verhandlung die Frage auf, ob diese Kriterien möglicherweise gar nicht anwendbar sein sollen auf das aktuelle Ankaufprogramm, ob die gewissermaßen neue Kriterien entwickelt werden müssten. Darüber werden sich die Richter sicherlich Gedanken machen müssen. Aber mein Tipp ist, dass es doch ziemlich große Bauchschmerzen gibt bei den Richtern hier in Karlsruhe. Was würde passieren, würden die Verfassungsrichter den Klägern Recht geben? Na, das Verfassungsgericht kann der EZB nicht verbieten, diese Staatsanleihen zu kaufen. Aber man kann der Deutschen Bundesbank verbieten, mitzumachen. Und das würde bedeuten, dass Deutschland als größter Geldgeber gewissermaßen wegfällt. Das könnte natürlich das Programm insgesamt ins Wanken bringen. Und zumindest würde es heißen, kein deutsches Steuergeld würde gewissermaßen dafür noch verwendet werden. Danke, Christoph Kehlbach in Karlsruhe. Gerne. Die Sterne, die begehrt man nicht. Man freut sich ihrer Pracht. Und mit Entzücken blickt man auf in jeder heiteren Nacht. Ja, wenn man sie denn sehen kann, all die schönen Sterne, die Goethe da beschreibt. Denn in vielen Teilen der Erde ist es einfach nie völlig dunkel. Auch nicht in der Nacht, wenn Mensch und Natur gerne ruhen würden.
Licht verschmutzt vor allem Städte. Es leuchtet und leuchtet und nimmt uns die Sicht auf das natürlich strahlende Universum über uns. Die Stadt Fulda will das jetzt ändern. Sie ist Deutschlands erste Sternenstadt. Sebastian Kisters. Sie will die Stadt in ein besseres Licht tauchen. Sabine Frank, Nachtschutzbeauftragte in Fulda. Ihr Job ist, Sterne glänzen zu lassen, Insekten zu schützen und Bäume. Hier gab es ein Problem. Zu viel Licht sorgte dafür, dass Bäume zweigweise dachten, der Sommer wolle nicht enden. Rund um die Laternen blieben Blätter am Baum im Winter gefährlich. Also vorher, als das Licht halt noch überall hingestrahlt hat, da kann dann der Baum Frostschaden mit davontragen, wenn es dann halt ein Kälteeinbruch kommt. Und jetzt ist es halt hier gelungen, dass wir das Licht nur nach unten haben in einer schönen, warmen Farbe. Und die Bäume haben halt einfach weniger Stress. Im benachbarten Biosphärenreservat Rhön hat Sabine Frank lange Touristen den Sternenhimmel erklärt. Dann engagierte sie der Landkreis Fulda als eine Art Lichtschutzbeauftragte. Das hier muss noch weg. Lampen, die in alle Richtungen strahlen. So sei es besser. Kein Licht, das in den Himmel streut. Fulda will Sterne über der Stadt. Schluss mit der Lichtverschmutzung. Die Dark Sky Community hat Fulda dafür zur ersten deutschen Sternenstadt ernannt. Auf dem Weg dorthin ganz wichtig, die richtigen Laternen. Der örtliche Energieversorger experimentiert mit unterschiedlichen Modellen, die Licht sanft auf die Straße bringen. Ja, das orange Licht ist halt wie das Licht der untergehenden Sonne am Ende des Tages oder auch wie das Licht von Feuer. Das kennen wir gut. Das kann man gut mit in die Nacht nehmen. Es ist auch nicht so ein starker Kontrast zur Nacht. Und es ist halt auch bekannt als insektenfreundlich, weil es weniger anlockt oder halt auch abschreckt, weil Licht beides macht. Es lockt an oder es schreckt die Insekten ab und ist ein Stressfaktor. Dieses Licht strahlt nicht mehr nach oben ab, zeigt Sabine Frank Besuchern gern nach einer kurzen Fahrt in die Rhön. Also vor uns liegt jetzt das Dorf Silges, so soll's sein. Das Licht ist auf der Straße und nicht am Himmel. Man kann hier nur noch das Autohaus erkennen. Das ist doch das Allerschönste. Wir haben die Milchstraße, wir sind direkt neben einer Ortschaft, die beleuchtet ist, sehen trotzdem die Milchstraße und besser geht's auch gar nicht. Da, der Polarstern. Sternenführungen macht Sabine Frank immer noch. Getreu ihrem Motto, möge die Nacht mit uns sein. Und es bleibt die Frage an Sven Plöger, wo kann man denn in dieser Nacht besonders gut den Sternenhimmel sehen? Das ist gar nicht so ganz einfach, Pina, weil diese verschiedenen Fronten im Moment so unterwegs sind über dem Land. Aber wir haben trotzdem mal versucht, diese Frage präzise zu beantworten. Und rausgekommen ist diese Karte. Das zeigt die verschiedenen Zonen hier von der Nordsee runter bis Baden-Württemberg mit vielen Wolken. Da kann es auch mal kurze Schauer und Gewitter geben. Auch im Nordosten gilt das. Die Zonen dazwischen, da sind ein paar Wolken unterwegs, aber da kann man am ehesten die Sterne sehen. Morgen früh übrigens bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Und der Vormittag, der startet dann so, dass wir nach Nordosten viele Wolken und ab und zu Regen, wird dringend gebraucht, auch hier haben. Dann gibt es in der Westhälfte schon dieses sehr freundliche Wetter. Sonst gibt es immer mal Lichtblicke. In Richtung Nachmittag würde es sich dann so entwickeln, dass wir im Nordosten wieder die zum Teil kräftigen Schauer und Gewitter haben. Hier gibt es eine Konvergenz, Luft strömt zusammen, muss aufsteigen und das fördert dann eben Schauer- und Gewittertätigkeit nach Westen und Südwesten deutlich trockener. Temperaturen meistens 22 bis 27 am Alpenrand und an den Küsten 20, 21 Grad. Die Aussichten zeigen dann im Norden wechselhaftes Geschehen, im Süden Sommerwetter eher trocken bei 27, 28 Grad. Ich möchte mit Ihnen an dieser Stelle noch eine kleine Reise machen. Und zwar weit über Moskau hinaus nach Sibirien, Jakutsk. Und in der Gegend um Jakutsk war es sehr heiß in den letzten Wochen. Ganz hohe Temperaturen, oft über 30 Grad. Nicht nur in Sibirien haben wir das gehabt, auch in Alaska haben wir das gehabt. Und schauen Sie mal, hier sieht man solche Brände auf dem Satellitenbild. Und man sieht hier auch noch weitere Waldgebiete, die betroffen waren, die also in den letzten Tagen mit Waldbränden zu tun hatten. Und jetzt zoomen wir das Ganze noch mal auf. Und Sie sehen hier weitere Waldbrände, die stattfanden. Das war jetzt ein kleiner Sprung an dieser Stelle. Wenn Sie hier noch mal genauer hingucken, dann können Sie es sehen. Und jetzt hier eine lange Strecke, etwa vom Ob rüber, weiter bis zur Halbinsel Kamtschatka. Dort haben wir Rauchschwaden über eine Strecke von 4.500 Kilometern. Das wäre wie vom Nordkap geschaut bis nach Kairo. In diesem Sinne kehren wir jetzt von der großen, weiten Welt wieder zurück ins schöne Hamburg, Pina. Danke, Sven Plöger, auch für den Ausblick in die Ferne.
Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit dem Spielfilm. Monsieur Pierre geht online. Und gegen 0.20 Uhr meldet sich Kirsten Gerhardt mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin und einen guten Abend.